Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zu meinem Prototype 2 Unboxing. So sieht's von vorne aus. Richtig schick. So von der Seite. Und so von hinten. Und ich muss sagen, wirklich, die Hülle macht wirklich super viel her. Hier kann man das wirklich so super schön anfassen. Das ist genial, ich liebe sowas. Glänzt auch sehr schön. Ich habe die Peggy-Version, das war die Version, die ich bekommen habe. Und natürlich, wie ihr mich kennt, ich habe es natürlich 5 Tage vor dem Release bekommen. Ich freue mich wirklich riesig darauf. Nach einer langen Durststrecke ist es endlich soweit. Packen wir das Ding einfach mal aus. Kommt in so einem netten Slider, wie ihr sehen könnt. Macht wirklich super viel leer. Nehmen wir es mal beiseite. Hier nochmal die Hülle. Nicht wirklich viel anders. Und dann packen wir mal aus. Weg mit dem Plastik. Okay. Schmeiß mal. Ah, oh, klebt an meinen Finger fest. Ah. Okay, ich schau mal kurz nach Codes. Ah, okay, da haben wir den Code. Alles klar. Wie gesagt, die Hülle nochmal. Nichts Besonderes. Machen wir auf. Haben wir hier natürlich die Disc Prototype 2. Wirklich super genial. Schauen wir mal in die Beschreibung rein. Ah, wieder in Schwarz-Weiß. Natürlich komplett in Deutsch. Steuerung wird einem erklärt. Der Bildschirm. Natürlich haben wir wieder hier eine offene Welt, was wirklich super genial ist. Ja, und die schönen Notizen. Und hinten kann ich euch es leider nicht zeigen. Vielleicht doch so ein bisschen. Da habe ich nämlich diesen RedNet-Code, diesen Zugriffscode. Ich kann das mal so zudecken. So, so muss es gehen, ja. Das ist diese RedNet Edition, da habe ich so einen speziellen Code bekommen. Hier sieht es, hier habt ihr es nochmal von vorne. Okay. Packen wir es mal wieder zusammen. Na, alles klar. Und natürlich, Leute, ich will ein komplettes Let's Play dazu machen. Nach einer langen Durststrecke freue ich mich da wirklich super, wirklich riesig einfach nur drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Mein Let's Play wird in wenigen Stunden starten. Ich werde natürlich eine Anmerkung hier irgendwo an die Seite des Videos packen. Irgendwo hier oben so in der Ecke. Und wenn euch das Video gefallen hat, abonniert für die neuesten Let's Plays. Gebt dem Video einen Daumen hoch. Packt es sogar in eure Favoriten, wenn es euch gefallen hat. Und lasst einen Kommentar da, was ihr so von Prototype 2 denkt. Ich finde wirklich, das Spiel ist genial. Ich habe den ersten Teil wirklich verpasst. Der ist irgendwie so ein bisschen an mir vorbeigeflogen. Aber ich freue mich schon riesig auf den Teil. Wie gesagt, Let's Play startet in wenigen Stunden. Ich hoffe, ihr seid dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns später. Macht's gut.